Okay, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir während des Qualifyings wirklich mit den Mediums schneller sind. Bin gespannt, was die jetzt für Zeiten fahren können. Also ich werde jetzt definitiv in Q3 jetzt nicht mit Mediums versuchen, eine bessere Zeit zu fahren. Wenn genug Zeit da wäre, vielleicht schon so einen Mittelsektor oder Mittelturn mal versuchen mit Mediums. Es wäre aber sehr, sehr merkwürdig, wenn die wirklich dann mit den Reifen, mit dem Medium-Reifen schneller wären als mit dem Soft-Reifen. Meckert schon wieder eine 5% Form. Oder ja, ich weiß nicht genau, ob Prozent sind oder einfach nur Zahlen. Zahlen sind so oder so, aber ob es halt Prozent sind oder einfach nur eine Punkteangabe. Auf jeden Fall ein guter erster Sektor, den sie da gerade hingelegt haben. Stärker als sonst. 16 Townsend dahinter, dann kommt. Ah, bin mal gespannt. Also die letzten Runden von Levkov waren nicht so berauschend. 18 Townsend. 1,1 Sekunden, 1,2 Sekunden. Bin mal gespannt, was die beiden Panthers imstande sind zu fahren. Oh, Fox sieht aber ganz schön ramponiert aus. Fox fährt eine Sekunde und 1,1 Sekunden und Giuliani, der wird noch ein bisschen schneller sein. Ja, aber nur ganz bisschen. Also wenn Becker und der Graf sich nochmal verbessern, können wir die richtig ärgern. Die ersten beiden Teams sind weg. Problem ist halt, dass die wirklich vor Rosini sind, die Steinmann. Ich würde die eigentlich gern doch besiegen in der Saison. Das ist mein Ziel eigentlich so gesehen noch. Also am Anfang war das Ziel ja wirklich wieder Pocitano sein. Die haben ja von Anfang an so ein bisschen den Griff gehabt, seit dem zweiten Rennen. Dann kam halt Panther, die wir besiegen wollten. Die haben jetzt auch einen Griff. Größtenteils. Dass wir auf jeden Fall mit Steinmann uns anlegen. Nicht mit gerechnet, aber ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt dafür, gegen die zu kämpfen. Das Problem ist jetzt. Okay, wenn die einen Doppelsieg holen und wir holen nur ein, zwei Punkte, ist das Ding wirklich entschieden. Wenn wir aber sagen wir, das letzte Rennen am Schluss einen Punkt Rückstand haben, dann ist es ziemlich bitter, weil ich glaube doch, dass es hier auch sehr viel Geld im Spiel ist, wenn man Platz 3 ist anstatt Platz 2. Oder Zweiter anstatt Dritter. So, wir schauen mal, was die anderen fahren, ob die sich alle verbessern. So, Levkov will nochmal nachlegen. Absolute Bestzeit im ersten Sektor. Giuliani und auch Dehlen, der absoluten Bestzeit. Wow. Unsere Fahrer konnten sich nicht verbessern. Aber sind nur ein bisschen langsamer. Dehlen schiebt sich ran, neue Bestzeit zu fahren. Levkov hat eine neue Bestzeit. Giuliani hat sich verbessert. Dehlen mit einer neuen Bestzeit. Und beide konnten sich verbessern. Also Platz 7 und Platz 8. Passende Aufstellung nach teammäßig. Nur die ersten vier haben sie gesagt: So, nö, machen wir nicht. Und selbst die haben eine Sekunde. Alter, hat denen dafür eine Zeit hingelegt? Mein Gott, nee. Top-Fahrerin. Nicht umsonst. Die Titelverteidigerin, die immer noch um Titel kämpft. Genau wie der Graf, Thorat und führende Mourinho. So, mittlere Reifen. Sind wir im Vorteil. Mittelreifen halten länger. Na, könnte auch eine Sache sein, aber wir werden auf jeden Fall am Anfang aggressiv fahren und dann können wir den Motor wieder runterstellen. Was mich auch nächste Saison freuen wird, dass die Gegner nicht die ganze Zeit auf Volldampf fahren werden. Oh, viele starten mit Hart. Eigentlich was Karl befällt. Los geht's. Der Graf mit gutem Start, Becker mit soliden Start. Dann kommen aber alle angeschossen. Und unsere Fahrer halten sich ein bisschen auf den Plätzen. Jetzt der Graf wieder innen rum und los geht's. Oh, Becker schiebt sich nach vorne. Schon mal ein Levko vorbei, der sich wieder zurückholt. So, wir müssen die Reifen schon wieder zurückstellen. Ansonsten reicht das nicht. Der Becker hat sich wieder nach vorne geschoben. Da kommt wieder Lev. Oh Mann, das ist das hier für ein Hickhack. Innenrum funktioniert nicht. Das heißt, wir sind jetzt außerhalb der Punkte. Pitano ist uns vorbei.
sehr, sehr merkwürdig, wie das hier läuft. Okay, Torat tut sich jetzt schon mal die Reifen kaputt fahren, genau wie Levkov. Wir haben nur 12 Liter Sprit an Bord, also spritmäßig sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Was eher der Fall sein wird, ist die Reifen, weil Torat steht schon in der Box. Zwar verliert man hier sehr wenig Zeit, aber sehr früh und dann nochmal mit Soft, das heißt mindestens 3 Stopp für Torat. Ich weiß nicht, wie die anderen noch Gas geben. Ja, wir könnten mal etwas runterstellen. Ja, Beckers Form ist jetzt nicht sehr berauschend. Vor allem Fox, Levkov, Ringi und Delen werden jetzt auf jeden Fall Zeit verlieren. Und wir dümpeln hier weiter. Zwar 47% auf den Reifen, aber immerhin etwas besser. Ich glaube auch, dass ich den Graf ein bisschen früher reinhole, um an Titanus vorbeizugehen. Und dann gehen wir auf Hard und dann sollte das die Reifen-Sache zumindest mal entschieden sein. Die holen sich auch alle Hard, außer Mourinho, der holt sich Medium. Ja, wir können eins, vielleicht zwei Runden noch fahren. Eins Runde. Das neue Deutsch. Boah, Becker, was ist mit deiner Form los? Die ist richtig grottig. Okay, der Graf darf jetzt reinkommen dann. Harte Reifen. Wir müssen nochmal Reifen wechseln. Das heißt, wir werden jetzt nochmal auf die harten gehen. Dann am Schluss auf die Soft-Reifen. Sprit reicht aber genau. Sollten wir eigentlich nicht allzu sehr verbraten. Mahani, wie lange will die denn fahren? Ja, wir stellen den Motor schon mal runter etwas. Und Becker fährt jetzt seine entscheidende Runde. Der könnte natürlich auch so fahren, aber hart sollte eigentlich auch in Ordnung sein. Also doch nicht so die Variante, wie wir es eigentlich fahren wollten. Der Boxjob von De Graaf war gut. Er kommt auf Platz 17 raus vor Delen. Wir müssen aber leider ein bisschen Sprit sparen. Becker wird auf jeden Fall jetzt Zeit verlieren. Und Torat muss bald schon wieder in die Box. Hat zwar den ganzen Vorsprung, den er hatte, ein bisschen eingedämmt, aber war schön, so früh in der Box zu stehen. Mal früher wieder fertig. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo er rauskommt. Und zwar auf Platz 13 mitten im Feld. Und hinter Giuliani. Okay, harte Reifen wären vielleicht auch eine Variante gewesen zum Starten. Ich kämpfe hier echt mit den Boas und Rosinis und ja, den Panthers, die gerade wieder vorbeifahren. Aber Torat müsste auf jeden Fall bald wieder in die Box fahren. Die Frage ist, wo landet der am Schluss? Wir verlieren sehr, sehr viel Zeit pro Runde auf den. Okay, jetzt müssten wir eigentlich wieder aufholen, weil der seine Reifen komplett hinübergefahren hat. 2,5 Becker. Also noch schlechter kannst du nicht mehr fahren. Doch, keiner. Ich habe nichts dazu gesagt. Okay, Torat und Abdusalam werden reinkommen. Wäre ein Wunder gewesen, wenn die wirklich draußen blieben wären. Und Torat wird vor uns rauskommen. Sehr bitter, aber okay. Zurzeit, aktueller Stand, ist da einmal wieder vor uns. Die ganzen harten Fahrer fahren noch. Und ich will halt nicht so viel Sprit verballern, weshalb wir jetzt auf 17 und 18 rumfahren. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum wir so langsam sind. So gerade nochmal mit Supersoft. Aber wir kämpfen die ganze Zeit mit Kitano. Das ist auch nicht der Ansatz. Auf einmal, was ist los mit diesem Rennen? 11 Runden. Aber die meisten werden jetzt natürlich in die Box fahren und sich dann vermutlich nochmal harte Reifen holen. Razumov
Wenn der schon früh losrollt, ist er sogar vor uns. Aber nee. Aha, 10. und 11. sieht schon deutlich besser aus wieder. Becker mit 1,7. Den kannst du halt richtig in die Tonne kloppen. Aber okay. Wenn er unbedingt so eine schlechte Form haben will, dann soll er ruhig eine schlechte Form haben. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Obwohl ich so schlecht noch nie erlebt habe. So, Dehlen und Diekmann in der Box. Dehlen könnte vor uns rauskommen. Nö. Wir müssen die Reifen fast sogar schon ein bisschen beanspruchen, mal. Zur Not müssten wir halt nochmal auf die Mediums gehen, aber die werden mir halt ein bisschen zu kalt, gerade die harten Reifen. Und 6 Runden sollte eigentlich drin sein zum Fahren. Weil man will 12 Runden fahren können. So, 7. und 9. beide. Levkov muss bald in die Box, Thorat auch bald wieder in die Box. Und wie viele Stops will der bitte machen? Problem ist, wir können auch nicht mal De Graaf vorbeiwinken an Becker, weil dazwischen noch ein scheiß Gitano klebt. Seit diesmal nur Platz 4. Mourinho in der Box. Der fährt schon wieder los. Also echt kein gutes Rennen hier. Harte Reifen und der Sprit wird nicht reichen bei denen. So, Reifen könnten wir wieder zurückstellen. Ich glaube, 1,5 ist das fast niedriger, geht nicht mehr. Sonst darf man nicht mehr fahren. So, Fox müsste in die Box kommen und Levkov müsste diese Runde in die Box kommen. Das heißt, sie müssen mindestens noch einmal reinkommen. Trotzdem werden sie vor uns rauskommen. Obwohl Fox noch eine Runde weiterfährt. Drei Runden. Und dann bin ich gespannt, welche Reifen aufziehen können. Auf jeden Fall, die Gitanos werden auf jeden Fall uns nicht mehr im Weg sein. Nach dem ganzen Bockjock-Geplänkel. Levkov mit angefahrenen harten Reifen. Thorat schon wieder in der Box. Und kommt wieder vor uns raus. Also der hat einen Stopp mehr. Zwei Stopp sogar mehr und ist immer noch vor uns. Und fährt wieder mit Soft. Also der muss nochmal in die Box. Mein Gott, was macht der denn? Wir versuchen alles, was 1,1, okay, es geht doch schlechter als 1,5. Da bin ich echt mal gespannt, was da Graf machen soll. Okay, jetzt könnten wir eigentlich schon vorbeiwinken, ne? Jawohl, lassen wir mal. Weil in der nächsten Runde kommt der Graf sowieso rein. Oh, oder Ende dieser Runde. Wir haben noch 13 Runden zu gehen. Medium-Reifen sollten bis zum Ende reichen. Der Sprit auch. Was ziemlich gut ist. So, okay, wir können sogar in die Null-Sache reinklettern. Fehler beim Tanken, na ganz toll. Okay, aber Becker darf auch reinkommen. Wird auch mit Medium nochmal raus. Den füllen wir auch auf, mit einer Runde weniger. Obwohl, wir können eine Runde mehr machen. Dann kann der mal vielleicht mal angasen. Vielleicht kann er das mal dann. Weil selbst schon der Graf hat schon genügend Sprit. Also Becker, da muss definitiv mehr von dir kommen. Aber wir gehen hierbei auch wieder auf harte Reifen. Das heißt, wir können da auch ein bisschen mehr pushen. Oh. Waren die Mediums vielleicht wirklich die falsche Variante bei De Graaf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte aber auch die falsche Variante gewesen sein. So, fahren wir da raus. Er darf mal Gas geben hier. Oh, ist auch sehr weit vor seinem Teamkollegen rausgekommen. Aber okay, Abdusalam fährt nochmal in die Box. Levkov muss nochmal in die Box, aber der ist wieso meilenweit weg von uns. Giuliani könnte nochmal, eigentlich müsste die nochmal, der. Noch in die Box, Abdusalam. Steht in der Box und ja, kommt hinter uns raus, was schon mal sehr gut ist.
Ich bin mal gespannt, ob der Graf wirklich seine Reifen so haushalten kann noch. So, Becker stellen wir den Motor ein bisschen zurück. Graf versucht, Ying Long Sheng zu überholen. Aber ich kämpfen muss er eigentlich nicht. Er muss nur dranbleiben. Weil die gehen alle nochmal in die Box. Weil die so früh waren, dass der Sprit bei denen nicht reichen wird. Ich finde es schon merkwürdig, dass aber trotz der schlechten Form, die Becker hat, der Graf immer dahinter ist. Auch wenn der Boxer schief gegangen ist. Oh, Levkov mit Reparaturstopp. Das gefällt uns doch ein bisschen. Aber er fährt schon wieder raus. Mit den Softreifen. Aber wie gesagt, Fox muss noch reinkommen. Giuliani muss noch reinkommen, weil die vom Sprit her sehr wahrscheinlich nicht mehr durchhalten werden. Der Graf können wir ein bisschen hochdrehen. Was uns natürlich ein bisschen wieder nach oben schiebt. Kurat wird diese Runde auch reinkommen, aber auch Delen, Moringi muss auch nochmal reinkommen. Oh, wir werden auf jeden Fall wieder hinter Steinmann landen. Oh, wichtig, dass Delen vor Levkov ist. Obwohl, genau andersrum jetzt. Schade. Der Graf mittlerweile jetzt wieder hinter Becker. Becker hat am Ende des Rennens 0,0 Punkte. Formpunkte. Der hat 0,5. Also, wenn er erkältet ist, soll er es sagen. Dann lass ihn nicht fahren. Julian in der Box. Da sind wir vorbei. Zumindest mit einem Fahrzeug. Ja. Leider nicht mit beiden. Wird aber nochmal ein Kampf, weil die mit Supersoft unterwegs sind. Aha, die nerven stark. Ganz gewaltig. Moringio wäre sehr wichtig, wenn er vor den rauskäme. Er kommt da. Gut. Moringio kann ruhig von mir aus das Rennen gewinnen. Aber mich stört am meisten eigentlich Fox und Mahadi. Gerade Fox, weil die könnte sogar noch vor uns wieder rauskommen. Okay, Mahadi kommt in die Box. Und Becker darf mal wieder seine Reifen aufdrehen. Okay, Fox in der Box. Da sollten wir zumindest mal vorbei sein. Jawohl. Aber auch nur mit einem Fahrzeug. Und der Graf in den Punkten. Das heißt, wir hätten zurzeit 8 Punkte Rückstand. Wären es ein Punkteergebnis, womit ich schon leben könnte. Aber halt, Mahadi wird jetzt angasen. Auf den Graf hätten wir halt 9 Punkte Rückstand. Okay. Solange sich Becker vor den Panthers halten kann, wäre es nicht verkehrt. Selbst mit seiner schlechten Form mit 0,2. Es geht immer noch schlechter. Oh, ich bin aber mal gespannt. Weil Turat und Levkov ihre Reifen schon wieder sehr, sehr stark abgefahren haben. Wenn Levkov natürlich in die Box kommt, wäre für uns super. Aber die werden durchfahren. Dass wir immer noch genügend Sprit haben, das wundert mich doch ein bisschen. Ja, der Graf, da muss jetzt durch. Ich hätte nicht erwartet, dass die Reifen doch so schnell kaputt gehen. Oh, Levkov, ich bin mal gespannt. Der wird durchfahren, aber vielleicht kriegt Delen den dadurch noch. Oder er kommt wirklich so... Hopp, ich muss doch mal in die Box noch. So ein urplötzlicher Boxenstopp. Ne, fährt durch. Jetzt bin ich mal gespannt. Delen, ich hoffe mal, dass Delen jetzt mal Gas gibt. Oh, wir haben zu wenig Sprit bei De Graaf. Ne, das wird nichts mehr. Moringo gewinnt und holt sich sehr wahrscheinlich gerade... Ne, nicht ganz den Titel. Wieso holen die doppelte Punkte? Auch jetzt... Okay, Levkov schafft es. Wir werden Fünfter mit 0,2 Punkten. Und der Graf schafft es auf Platz 8 ins Ziel. Okay, dann haben wir 8 Punkte Rückstand. Und sind auch aus dem Rennen um den Titel raus. Das heißt, der Titel geht nur noch um Moringio oder Turat. Beste Chance natürlich Moringio. Hat nur 5 Punkte. Ansonsten... Ja, sieht nicht sehr gut aus. Vielleicht haben wir wieder in Kanada ein Regenrennen, der uns wieder nach vorne spült. Gegen Steinmann. Also 8 Punkte sind an sich ziemlich wenig.
McLaren ist auch sehr, sehr viel, gerade fürs letzte Rennen. Ich bin mal gespannt. Das werden wir mal schauen, wie das nächste Rennen laufen wird in Kanada. So, Prüfung. Vielleicht ist jemand... Eli Fox ist illegal. Wodurch die Kraft noch einen Punkt mehr macht? Jawohl. Also freuen tun mich auf jeden Fall in diese eine Punkt. Das sind so 7 Punkte. Also die kommen, wir sind doch nicht gerade so ganz abgeschlagen. Okay, 8 Punkte oder 7 Punkte, das ist eigentlich scheißegal. Das sollte eigentlich besser für uns sein. 7 Punkte Vorsprung oder Rückstand. Also so ist es natürlich schlecht. Okay, zum die Auswertung. Wir sind auf jeden Fall das viertstärkste, nee, das drittstärkste Team sogar. Da die Panthers ja was Illegales in ihrem Motor eingebaut haben. So, wir machen ein bisschen Geld. Bauen können wir wieso nichts mehr. Das heißt, Vancouver wird dann entscheidend sein, ob wie viel Geld wir wirklich am Ende der Saison verdienen. Sponsoren weiß ich gar nicht, ob da irgendwas jetzt abgelaufen ist. Werden wir dann erst in der nächsten Folge alles angehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann dabei seid bei dem letzten Rennen der Saison. Aber bis dahin. Ciao.